Bei diesem Anblick läuten alle Alarmglocken bei Baumwart Hans-Joachim Janko. Ein Ast der Linde ist abgebrochen und droht auf die Straße zu stürzen. Ich habe einen Totholzast im Baum hängen, in der Krone hängt er. Der müsste dringlich rausgenommen werden. An dieser Landstraße bei Orschersleben muss also sofort gehandelt werden. Die Straßenmeister rücken an, ausgerüstet mit Hebebühne und Kettensäge. Auch ihre Arbeit ist in den vergangenen Jahren viel wichtiger geworden, denn die Zahl der Einsätze steigt und steigt. Es ist halt eigentlich schade drum, durch die Trockenheit, dass so viele Bäume absterben. Wird halt von Jahr zu Jahr mehr. Und die Neupflanzungen ergeben meistens sehr hoch, kaum Zweck. Die meisten Jungbäume vertrocknen direkt wieder. Neben fehlendem Regen setzen den Bäumen auch Streusalz und Autoabgase zu. Die Folge? Herabfallende Äste und umgestürzte Bäume, die zur lebensgefährlichen Bedrohung werden können. Wenn es stürmt, kippen zuerst die Bäume, die nicht mehr ausreichend standfest sind. Genau die müssen Hans-Joachim Janko und die 17 anderen Baumwarte in Sachsen-Anhalt also möglichst schon vor dem Sturm ausfindig machen. Doch das ist oft gar nicht so einfach. Denn es gibt ja auch diese wurzelauflösenden Pilze. Das heißt, der Baum ist bis zuletzt vital, hat eine vollbelaubte Krone, ist aber trotzdem nicht mehr standsicher. Ja, weil die Wurzel eben weg ist. Und dann kippen diese Bäume ohne Wind einfach mal um. Es ist die Gretchenfrage bei der Baumbegutachtung. Wie sieht es im Inneren des Stamms aus? Um das herauszufinden, braucht Janko einen Hammer. So, also hier stelle ich auf jeden Fall schon mal eine Fäule fest. Am Klang, an der Klangprobe höre ich, am Klopfen höre ich, dass eben der Baum hohl ist. Die etwa 85 Jahre alte Ulme zählt zum besonders wertvollen Teil des Baumbestands. Deshalb kommt statt Kettensäge zunächst ein anderer Hammer zum Einsatz. Die nur in die Rinde eingeschlagenen Nägel schaden dem Baum nicht und werden gebraucht für so eine Art Baum-Ultraschall. In dem Fall gebe ich einen Impuls auf den Sensor, der einen Schall auslöst. Und die gegenüberliegenden Sensoren, da dran wird quasi die Schallgeschwindigkeit gemessen. Also durch gesundes Holz geht der Schall natürlich wesentlich schneller als durch krankes Holz. Per Schalltomographie kann der Baumwart ins Innere des Stamms blicken, ohne ihn fällen zu müssen. Das Ergebnis rettet der Ulme vorerst das Leben. Ja, das, was im grünen Bereich ist, sieht man die Restwandstärke. Also der klingt definitiv beim Klopfen wesentlich hohler, als er wirklich in dem, also was die Messung aussagt. Das Pilzwachstum lässt sich zwar nicht stoppen, doch für die nächsten Jahre ist die Ulme ausreichend standsicher. Man möchte dann auch später mal einen sehr guten Baumbestand eben auch übergeben und einen vernünftigen. Und damit auch die nachfolgende Generation noch ein bisschen was von Straßenbegleitgrün mitbekommt. Und nicht alles eben nur noch exakt gerade clean ist. Er will keinen einzigen der 12.500 Bäume in seinem Bereich unnötig fällen. Gleichzeitig muss Hans-Joachim Janko für Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Er steht zwischen Baum und Borke.